Ja, willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge hier in Minecraft. Wir sind hier stehen geblieben. Ich werde jetzt nochmal den Tunnel hier zack, 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 einmal schnell nach unten laufen. Denn das Ganze aus einem guten Grunde. Wir brauchen nämlich noch eine Spitzaxt, sonst kommen wir leider oben nicht an. Und wir haben hier auch noch die letzten Materialien dafür. Und jetzt ist auch wirklich Schluss. Wenn das nicht reichen wird, dann gibt es wirklich ein Problem. Dann muss ich mich mit der Hand weitergraben. Aber ich denke, wir waren in der Höhe 60 und schon fast ein bisschen höher. Also ich muss eigentlich bald raus sein aus dem Berg hier, Höhle, wie auch immer. Und dann werde ich ja sehen, wo ich rauskomme. Dann werde ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, so wollte ich sagen. Und wir lassen uns überraschen. So, immer schön treppenförmig hier weiter. Eigentlich dürfte es nicht mehr viel sein. Müsste eigentlich schon locker oben sein. Lassen wir mal wieder hier das Ganze an. Höhe 64. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, welches die optimale Höhe ist, wo man wirklich draußen rumläuft. Habe ich mir jetzt nicht so ganz gemerkt, aber ich meine, irgendwas mit 60 müsste das gewesen sein. Wir werden es sehen, wenn ich oben bin. So. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass ich nicht irgendwo direkt unter ein Meer rauskomme. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber bei solchen Aktionen hier ist das immer... Oh, ich sehe den Nachthimmel. Ich sehe den Nachthimmel. Und wo bin ich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, what the fuck. Ich bin direkt hier... Ach was, das ist natürlich richtig nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier rauskomme. Und da ist ein Creeper. Gut, dann bin ich ja näher an zu Hause, als ich dachte. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann können wir hier direkt, ja, würde ich sagen, den Eingang mal ein bisschen aufbuddeln. Dass wir auch wissen, dass es hier hinunter geht. Das Ganze mal so ein bisschen... Ja, so sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier geht, denke ich mal, auch noch was an den Seiten. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist ja ein bisschen Holz. Das wäre mir jetzt schon mal irgendwie sehr wichtig. So, jetzt sieht das doch ganz gut aus hier. Hep, legen wir noch einen vor. Das Ganze. So. So lasse ich das jetzt mal. Hol erstmal ein bisschen Holz. Das können wir wieder ausmachen. Und werde mal so ein paar Kleinigkeiten hier lassen und ein paar Kleinigkeiten verschwinden lassen. Einmal schnell hier rein. Aber immerhin, es war ja nicht umsonst, sage ich mal. Wir haben jetzt wirklich jede Menge Erze und allen Kram schon mal zurechtbekommen. Und werden hier mal gucken, in die Smaragdtruhe, gleich die zwei Smaragde sichern. Hier in die Erztruhe kommt natürlich, kommt erstmal alles in den Ofen rein, bevor es woanders hinkommt. So, das kann ja alles in Ruhe erstmal ein bisschen brennen. Haben wir noch irgendwo was dazwischen? Nee, das ist ja alles Redstone, Redstone. Nochmal Redstone. Oh, ganz schön viel Redstone gefunden. Davon noch ein bisschen was. Kohle haben wir auch ausreichend. Oh, 64 Fackeln habe ich noch. Wunderbar. Lass mich kurz überlegen. Ja. Wenig Eisenerz. Gut. Blöcke. Kann man ja mal wieder ein paar aufheben. Ist ja nicht unbedingt verkehrt. Wenn man so ein paar Bruchsteine hat,
ich eigentlich sonst nicht aufhebe, weil die einfach ein bisschen überbewertet sind, finde ich. Die findet man ja eigentlich immer und überall. Daher hebe ich die eigentlich nicht gerne auf. So, Dankeschön. Ein bisschen Eisen. Und dann geht es auch gleich schon wieder auf Tour. Yep. So, wir haben es eilig. Wir wollen heute noch ein paar Diamanten finden. Halt. Ja, das ist gut. Ein paar Diamanten finden ist gar nicht mal so leicht. Ich sag das immer so leicht, aber dabei dauert das immer Ewigkeiten. Und was habe ich vergessen, liebe Freunde? Ich wollte Holz mitnehmen. Natürlich wieder nicht dran gedacht. Und zurück. Weil es so schön war. Wenn ich hören will, muss fühlen und den Weg noch einmal bestreiten. Habe ich jetzt ganz im Gedanken irgendwie vergessen. Komm, wir haben eigentlich jede Menge. Kann ich mal so einen 64er Stack hier einfach mal mitnehmen. So, jetzt geht's aber los. Hep, hep, hep. Einmal hier im Turbogang. Juhu, wunderbar. Und es geht wieder runter. Als wäre nie was geschehen, sind wir auch schon wieder unten in der Höhle. Und es kann direkt weitergehen. Ist das nicht schön, Leute? So. Wum, 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 wum. Ich glaube, ich habe mir jetzt mittlerweile mindestens 30 Mal den Kopf eingehauen. Ja, gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ne? So, jetzt werde ich mal gucken. Lass mich kurz überlegen. Ein paar Stöcker. Die werden wir erstmal ausreichen. 2. Stellen wir erstmal 2 Stück her. Es wird nicht für die Ewigkeit reichen, aber immerhin erst einmal. So, wir sind Höhe 11. Dann würde ich sagen, geht's heute in diese Richtung. Und hier haben wir schon direkt wieder Redstone. Hm. Hier ist nichts. Ja, hier wird auch nichts sein. Nee, leider nicht. Schade. Bitte. Ich höre Fledermäuse. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Nee, normal wollte ich hier graben. Genau. Haben wir wieder Eisen. Jetzt alles, ich werde nicht alles einsammeln, ich werde jetzt immer nur mal so grob einsammeln, weil ich möchte einfach mal wirklich jetzt heute gucken, dass wir vielleicht ein paar Diamanten finden. Hier. Oh. Oh. Milben sind unterwegs. Ich am Milben nennen darf. Aber noch Kohle hinter. Lass uns mal hier noch ein Loch reinbohren. Okay, hier ist nichts. Schade, schade. Dann einmal hier. Also so langsam habe ich das Gefühl, hier gibt es überhaupt keine Diamanten. Halt, falsch. Oder ich grabe mich einfach an allen vorbei. Kann natürlich auch sein. Man weiß ja nie. Hier noch eine Schaufel, wunderbar.
Schaufeln wir hier mal ein bisschen weg. Den hinter diesem Geröll. Kann es natürlich auch manchmal sein, dass da was hinter ist. Das hatte ich auch schon sehr oft. Aber ich glaube, heute habe ich nicht so ein Glück. Redstone. Na wunderbar. Da haben wir auch noch nicht genug von. Nee, hier ist auch nichts. Dann geht es hier weiter. 1, 2. Machen wir hier das Loch. Und noch mehr Redstone. Als hätte ich es nicht schon vom Weiden gerochen. Oh, schön. Ist die Axt kaputt? Nehmen wir auch die nächste. Oh, kommen wir hier wieder raus. Dann geht es hier noch mal ein bisschen weiter. Warum höre ich hier einen Zombie auf dem Ohr? Kann hier unten irgendwo eine Höhle sein? Kann das sein? Leute, noch keine Diamanten, das ist wirklich echt ganz bitter. Ich habe mir wirklich mehr erhofft hier. Warum kommen einfach keine Diamanten? Nee, hier sind auch keine. Dann gucken wir hier rein. Nee, hier ist die Höhle. Gucken wir einen weiter. Hier ist auch nichts. Oder sind die Diamanten vielleicht doch noch weiter unten? Kann das vielleicht sein? Ich meine, wir haben ja schon Smaragde gefunden, was mich auf jeden Fall sehr wundert. Allein schon aus dem Grund, weil die so extrem selten sind, hat mich das gewundert. Einmal hier. Und dann finden wir keine Diamanten. Ich meine, das kann ich mir irgendwie gar nicht so ganz gerade vorstellen. Ist auch nichts. Oder es wurde vielleicht etwas geändert. Kann das sein, dass die nicht auf Höhe 11 sind? Nee, da ist auch nichts. Oder ich habe einfach bisher einfach nur Pech gehabt. Das kann natürlich auch sein. Man kann nun mal nicht immer Glück haben. Hier einmal. Und wieder Redstone. Ja, nice. Und jede Menge Eisenerz. Sorry, war wahrscheinlich gerade etwas dunkel für euch. Aber da musste ich mal schnell durch. Nö, hier ist auch nichts. 1, 2, 3. Und wenn, dann werde ich vielleicht nochmal in Feuerfurt vorbeischauen. Wenn wir jetzt diese und, sag ich mal, nächste Folge wirklich keinen einzigen Diamanten finden werden, dann kommt mir das wirklich sehr komisch vor. Dann werde ich nochmal gucken im Wiki, ob ich auch wirklich richtig bin. Ansonsten werden wir vielleicht gucken, dass man dadurch das Geld irgendwie sich die erkaufen kann oder so. Oder aber in Feuerfurt hatte ich was gesehen, da konnte man doch auch Dia-Sachen und solche Sachen kaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr lieben Leute von heute. Von morgen und von vorgestern. Ich habe Diamanten gefunden. Neuer Erfolg, wunderbar. Ich bin ja so stolz auf mich. Und da sind gleich noch mehr Diamanten. 1A.
Super. Und ich war so sehr verzweifelt, dass ich jetzt endlich Diamanten gefunden habe. Also, es gibt sie doch noch. Man muss erst kurz vorm Verzweifeln sein, dann findet man Diamanten. Merkt euch das. Also, jetzt habe ich natürlich wieder richtig Lust bekommen, weiterzusuchen. Eben noch total vom Verzweifeln, hier gibt es doch keine Diamanten und schon andere Pläne geschmiedet. Wie kommt man denn am besten noch an Diamanten ran? Doch jetzt habe ich den Beweis. Und jetzt macht es gleich wieder doppelt Spaß. Aber es scheint wirklich, dass die ziemlich selten sind, die guten Diamanten. Da muss ich nochmal irgendwann was einfallen lassen, was mit einem Händler oder so, dass man sich die auch erkaufen kann oder sonst irgendwie was. Irgendwie sowas in der Richtung, in der Art. Wäre gar nicht mal so schlecht. Das Ganze reicht natürlich, sage ich schon mal, für eine Axt, aber das bringt mir nichts, wenn ich dann die Axt habe und nicht genug wieder für den Zaubertisch. Da brauche ich ja dann auch noch ein paar Diamanten, um den herzustellen. Da brauche ich leider dann auch noch ein paar. Na gut, so, würde ich sagen, das war doch schon mal schön. Immerhin 4 Diamanten gefunden. Würde ich sagen, bleibe ich hier erst einmal in diesem Flur stehen, so dass ich weiß, dass es hier weitergeht. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.